sie Wöln essen. Voriges Jahr, zu meinem Geburtstag ist gewählt, da hat die Frau gesagt, dass sie heuer ein ganz ein besonderes Geschenk für mich hat. Ich lade die heim zum Wöln essen ein, hat sie gesagt. Das hast du eh noch nie getan. Das wird dich begeistern. Gell, mach dir doch keine solchen Angst, nicht wegen meinem Geburtstag, habe ich gesagt. Das steht ja gar nicht dafür und wo fahren wir denn da überhaupt hin zu denn? Wie hast du das genannt? Wöllessen. Aber sie hat ein Geheimnis draus gemacht und hat gar gemeint, dass ich das eh bald genug sehe. Es ist aber generell so bei mir, dass ich allen Neuen eher skeptisch gegenüberstehe. Und von den sogenannten Wöllessen habe ich zwar schon öfter was gehört, aber um was da genau geht, das habe ich nicht gewusst. Aber ich sage es ganz ehrlich, insgeheim, wenn man denkt, muss denn wirklich sowas ausgefallen sein? Wenn sie mich statt dem Wöllessen zu einem Rippelessen bei unserem Wirt eingeladen hätte, weiß man ja gleich lieber gewesen. Ich habe ja auch schon ein wenig vorgelegt und wer weiß, ob man bei den Wöllessen überhaupt genug erwischt. Das ist ein wenig wieder so ein Magenfoppert, wie es bei den Fondue schon öfters erlebt haben. Zuerst habe ich schon überlegt, ob ich mir vorhin wegfahren beim Metzger nicht noch zwei Leberkassen mir kaufen soll. Weil sicher ist sicher. Aber ich habe es dann da bleiben lassen. Auf die Nacht zu, wie sind wir dann gefahren? Ins Wöllessen. Wie wir angekommen sind, bin ich schon ein wenig enttäuscht gewesen. Das vermeintliche Wirtshaus hat eher wie ein Schwimmbad ausgeschaut und es ist sauber Novi runtergegangen. Wird es leicht da heint zum Boden? Habe ich ein wenig verunsichert gefragt. Ich habe mir hier vorne zu essen. Essen tun wir dann noch, hat sie gesagt. Zuerst tun wir mal Wöllen essen. Vielleicht ich dann überhaupt nur was machen, wenn man denkt. Zweimal essen hintereinander. Naja, wir müssen schon sehen. Auf jeden Fall haben wir zuerst zu so einer Art Bar hingegangen. Und da hat dann die Frau unseren Namen genannt und gefragt, wo wir hin müssen. Das Weiberlein ist recht freundlich gewesen und hat uns in so eine Kammerl eingeschickt, wo zwei Britschen drin gestanden sind. Habe ich gesagt, was wird denn das? Ist vielleicht schon zum Beginn. Aber da ist schon auch so ein Container gekommen, der ausgeschaut hat wie ein Kreuzamt zwischen einem Doktor und einem Metzger. Dann haben wir uns frei machen müssen und es ist zum Massieren geworden. Eine Tandem-Massage hat sich das genannt. Einmal ist sie dran gewesen, dann wieder ich. Ich bin mir vorgekommen wie ein Strohschlag. Ah, so hat der Berger die Konto umeinander geknackt bei mir. Da gab es auch schöne Geburtstagsüberraschungen, habe ich mir gedacht. Kannst du dich da von deinem Muskelbrot da herdreifen lassen? Das meinst du ja, reißt dir das Fleisch von den Beinen? Aber ich hab's da getragen und hab immer öfter aufs Böllenessen gedacht, weil mich schon freikommen hat. Endlich nach einer halben Stunde, immer wie eine Ewigkeit vorgekommen ist, sind wir runtergereiht von unserer Folterbank. Gell, das ist jetzt gut gewesen, hat sie gesagt. Jetzt wird das Boden recht auf so Entspannung auf. Entspannung soll das gewesen sein, weil man denkt, wie brennt der ganze Buckel. Aber ich hab nichts gesagt und wie brav hinter mir nachgetackelt, um mich in den Hauptbereich von der Anlage. Da ist ein gutes Swimmingpool gewesen, der ausgeschaut hat, so wie ein Weiher, weil die Wasserlatschen ist so herein, weit weg dahin ausgegangen. Und direkt so eine Brandung hat es gegeben, wie beim Meer.
Das ist mir zuerst überhaupt nicht eingegangen, wie das sein kann, dass bei der locker solchen Welt daherkommen. Aber wie wir dann drinnen angeschwommen sind, haben es bemerkt, dass die Wellen künstlich von so einer Strömungsmaschine erzeugt werden. Das hat mir eh gar nicht so gedacht, weil mit dem aufgewurbelten Wasser bin ich überhaupt nicht zusammengekommen. Dauernd haben wir die Kunstwellen da ins Gesicht eingeteifelt und alle Tag lang habe ich einmal viel Wasser geschluckt. Bin ich froh, wenn wir dann hinten noch über den Wellen essen, sitzen, das Schwimmen macht hungrig, habe ich zu ihr schnaufend und spitzer gesagt, wie mir wieder so eine Welle mitten ins Gesicht schleiert ist. Was hast du denn mit den hinten noch hier Wellen essen? Ist mir hier sehr frei ein wenig knappe angefahren. Wir tun ja eh schon die ganze Zeit Wellen essen. Ja, jetzt habe ich mich ausgekannt. Wellen essen, nennst du das, habe ich gesagt. Für mich ist das ein Wellen trinken. Kann das so wie dann lang so ein Brecher zum Bayern füllen. Und jetzt brauche ich nicht mehr. Es ist dann trotzdem nur ein rechter schöner Abend geworden. Wir haben nämlich zu unserem Wirt gefahren. Ins, ja, ich hab's jetzt erraten, ins Ritteressen.